Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landgrid. Willkommen zu einer neuen Folge Lorecore Legends. Das Format, in dem ich meine eigenen kleinen Theorien, Gedankenexperimente oder was wäre wenn Szenarien zu den verschiedensten Videospieluniversen vortrage. Und heute geht's mal wieder ab ins Fallout-Universum. Und heute möchte ich in diesem Video die Frage beantworten, was höchstwahrscheinlich passiert wäre, wenn der Wasserchip aus World 13 in Fallout 1 nie kaputt gegangen wäre. Also was, wenn die Hauptfigur aus Fallout 2 nie in die Vergangenheit gereist wäre, um den Chip zu zerstören? Ja, that happened. Oder aber, wenn der Ersatzwasserchip, der eigentlich für World 13 geplant gewesen wäre, nicht versehentlich an World 8 geliefert wurde. Ein klitzekleines Ereignis in der Fallout-Lore. Eine Lieferung eines Ersatzteils an einen falschen Ort. Welche Auswirkungen könnte diese fehlerhafte Lieferung Butterfly-Effekt-mäßig auf das gesamte Fallout-Universum haben? Spinnen wir also die Geschichte um World 13 mal weiter. Der Wasserchip geht nie kaputt oder kann problemlos ausgetauscht werden. Das bedeutet, World 13 muss sich nicht öffnen und die Hauptfigur aus Fallout 1 betritt nie das Ödland da draußen. Das würde das Schicksal vieler Menschen erst einmal direkt beeinflussen. Tandy, die später zur Präsidentin der RNK wird, würde vielleicht nie aus den Händen einer Raiderbande gerettet werden. Necropolis würde dagegen nie um den Wasserchip erleichtert werden, also für die wäre das wahrscheinlich ein Pluspunkt. Und viele kleine Geschichten würden nie stattfinden, wie sie stattfinden. Viele NPCs würden nie die Hilfe bekommen, nach der sie suchen. Das Leben würde für viele Menschen an der Westküste sehr anders verlaufen. Doch es gibt eine ziemlich große Auswirkung, die alle anderen Ereignisse mit Sicherheit in den Schatten stellen dürfte. Denn diese gewaltige Auswirkung eines kleinen logistischen Fehlers betrifft das gesamte Ödland und vielleicht letztendlich sogar die ganze Welt. Denn hätte der Bunkerbewohner oder die Bunkerbewohnerin die World 13 nie verlassen, wäre vielleicht nie die größte Machenschaft, die im Hintergrund der Westküste zu dieser Zeit brodelte, aufgedeckt worden. Denn es war unsere Hauptfigur aus Fallout 1, die auf ihrer Suche nach dem Chip eher zufällig über die Geheimnisse der Children of the Cathedral und über die wahren Pläne des Meisters gestolpert ist. Alle Menschen in Supermutanten zu verwandeln. Die Einheit wird die Meisterrasse schaffen. Meister! Meister! Überlebensfähig. Ja, sogar wachsend. Im Ödland. Solange es Unterschiede gibt, werden wir uns im Kampf in Stücke reißen. Ha! Und es war auch unsere Hauptfigur, die die Bruderschaft erst dazu überredete, gegen den Meister in den Krieg zu ziehen. Und seine täglich wachsende Armee der Supermutanten frühzeitig zu bekämpfen. Ohne diesen Held oder diese Heldin aus Bunker 13 hätte der Meister weiter im Geheimen seine Armee ausbauen können. Und die Children of the Cathedral hätten währenddessen die Bewohner und Bewohnerinnen des Ödlands indoktriniert. Und ohne es zu wissen, schleichend, wäre die Armee des Meisters zu einer unaufhaltsamen Macht geworden. Die Bruderschaft hätte diese brodelnde Bedrohung wahrscheinlich viel zu lange ignoriert. In Fallout 1 muss man sie wirklich bitten und betteln, damit sie gegen die Supermutanten vorgehen. Und auch wenn die Stellene Bruderschaft zwar eine hochtechnologische Organisation ist, sind sie doch eine sehr kleine und konservative Gemeinschaft. Und hätten einer gewaltigen Supermutantenarmee, einem direkten Angriff dieser, nicht viel entgegenzusetzen gehabt. Auch die gerade erst keimende RNK und einige blühende Siedlungen wie zum Beispiel Wall City hätten nicht einmal ansatzweise die Zahlen gehabt, um sich gegen diese Armee zur Wehr zu setzen.
Wir reden hier immerhin nicht über die vergleichsweise harmlosen Supermutanten, die wir in Fallout 3, 4 und 76 treffen können. Die Supermutanten des Meisters sind teilweise hochintelligent und militärisch ausgebildet. Sie scheinen außerdem auch weitaus robuster zu sein als ihre Cousins von der Ostküste. Jeder einzelne Supermutant kommt einem ausgebildeten Bruderschaftssoldaten oder auch Enklavesoldaten in voller Powerrüstung gleich. In Windeseile wäre die gesamte Ostküste ohne größeren Widerstand unter die Kontrolle des Meisters gefallen. Was würde das für die Menschen der Ostküste bedeuten? Nun, die meisten würden wahrscheinlich in Supermutanten umgewandelt werden. Besonders wertvoll wären für den Meister die unverstrahlten Menschen gewesen, sprich die Menschen aus den Walls. Der legendäre Bunkerbewohner oder die legendäre Bunkerbewohnerin wäre also mit Sicherheit zu einem Supermutanten geworden und hätte die besonderen und fast schon übermenschlichen Fähigkeiten, die dieser Hauptfigur innewohnen, so in den Dienst des Meisters gestellt. Und wahrscheinlich wären einige dieser Fähigkeiten durch die Umwandlung in einen Supermutanten mit dem FFV2 sogar nochmal potenziert worden. Ich denke, die Hauptfigur aus Fallout 1 wäre wahrscheinlich zu einem Super-Duper-Supermutanten geworden. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Hauptfigur aus Fallout 1 zwar zu einem unglaublich mächtigen Wesen wird, allerdings wird sie dies erst im Laufe ihrer Reise. Als sie den Bunker verlässt, sind schon ein paar Ratten ein ernsthaftes Problem. Die unerfahrene Level 1 Hauptfigur dürfte der Armee der Supermutanten nichts entgegenzusetzen haben. Doch nicht alle Menschen wären verwandelt worden. Einige, die die Verwandlung grundsätzlich abgelehnt hätten und die für den Meister ohnehin nicht allzu wertvoll gewesen waren. Also vor allem einfache, verstrahlte Ödländer wären wahrscheinlich einfach nur sterilisiert worden und hätten bis zu ihrem Lebensende ein einfaches Leben weiterführen können. Irgendjemand muss ja die Armee des Meisters auch versorgen. Die übrigen dürfen ihr Leben zu Ende leben, aber unter Aufsicht und Schutz der Einheit. Fortpflanzung ist nicht erlaubt. Sie sind die Letzten. Und wieder andere Menschen wären wahrscheinlich der Children of the Cathedral beigetreten. Der Meister hätte zu diesem Zeitpunkt nach der Eroberung der Ostküste aus Fallout 1 mit Sicherheit noch Verwendung für seine menschliche Sekte gehabt. Denn diese würden wahrscheinlich die Ersten sein, die neue Gebiete erkunden, erschließen, infiltrieren, erste Strukturen etablieren, unter deren Deckmantel sich dann die Nightkin, die Eliteeinheit des Meisters, einnisten kann. Die Technologie der eroberten Bruderschaft würde dem Meister mit Sicherheit einen großen Vorteil verschaffen. Und er könnte sie nutzen, um eine Art Eliteeinheit aus seinen Supermutanten heraus zu erschaffen, die einem Frank Horrigan in nicht viel nachstehen dürften. Also die vom Meister erschaffenen FEV2 Supermutanten in angepasster Powerrüstung, ausgestattet mit Energiewaffen. Das Ödland kennt keine Waffen, die es mit einer ganzen Armee solcher Wesen aufnehmen könnte. Eines weiteren Vorrückens des Meisters Richtung Westküste stünde also nicht sehr viel im Weg. So scheint es zumindest auf den ersten Blick, aber dann hätten wir da ja noch die Enklave. Die Hauptfigur aus Fallout 2 wird nie geboren, da die Hauptfigur aus Fallout 1 entweder tot, sterilisiert oder mittlerweile ein Supermutant sein dürfte. Somit hat die Enklave ein großes Problem weniger. Allerdings steht ihr eine ganz andere Bedrohung gegenüber. Die Supermutanten, die nun das Festland besiedeln. Im direkten Kampf hätte die Enklave zu Zeiten von Fallout 2 keine Chance mehr gegen die Armee des Meisters. Wir erfahren in Fallout 2 sogar davon, dass ein schwer bewaffneter Enklavetrupp vor einigen zu Supermutanten mutierten Minenarbeitern in die Flucht geschlagen wurde. In unserer parallelen Zeitlinie von Fallout 2 reden wir nicht nur von ein paar Dutzend mutierten Minenarbeitern, sondern von Tausenden von Mutanten. Eine ganze Nation dieser
grünen, mutierten Riesen und einigen treu ergebenen menschlichen Arbeitern. Der Enklave würde in diesem Szenario auch ihre eigene Geheimwaffe Frank Horrigan fehlen, da dieser nie zu dem werden kann, was er ist, wenn die Ereignisse aus Fallout 1 nicht so stattfinden würden, wie sie in der Hauptzeitlinie stattfinden. Und es dürfte ihr auch überaus schwerfallen, überhaupt eine Basis auf dem Festland der vom Meister kontrollierten Ostküste zu etablieren. Technologisch dürften sich die Enklave und der Meister etwa auf Augenhöhe befinden. Der einzige Vorteil der Enklave dürften die Vertibirds sein. Sie hätten also die Lufthoheit. Diese Lufthoheit dürfte in einem Krieg gegen eine nicht enden wollende Armee der Supermutanten allerdings wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein. Eine direkte Konfrontation mit den Supermutanten sollte die Enklave definitiv meiden. Wir lernen die Enklave in den verschiedenen Fallout-Teilen allerdings auch als Meister der Täuschung und der Intrigen kennen. Könnten sie die Armee des Meisters vielleicht sogar irgendwie unterwandern? Gegen einfache Supermutanten mögen ihre Intrigen wirksam sein, aber beim Meister selbst handelt es sich um ein extrem intelligentes Cyborg-Wesen, das die gesamte Technologie der Westküste in sich vereint haben könnte. Der Meister könnte zu Zeiten von Fallout 2, wenn er denn gewonnen hätte, schon so etwas wie ein lebendes Internet geworden sein. Ich sehe schwarz für die Enklave, sowohl in einer direkten militärischen Konfrontation als auch in einer Art Informations-Cyberkrieg. Sie sollten sich lieber nicht dazu entscheiden, ihre Ölbohrinsel jemals zu verlassen. Und sie sollten hoffen, dass der Meister nicht anderweitig von ihrer Existenz erfährt. So oder so dürfte die Enklave zu diesem Zeitpunkt keine Gefahr mehr für den Meister darstellen. Der Meister könnte also mit seiner Supermutantenarmee ungehindert weiter Richtung Osten expandieren. Früher oder später würde seine Armee dabei auf die Legion treffen. Die Legion verfügt über gewaltige Manpower. Ihre Technologie und ihre Ausstattung ist allerdings verhältnismäßig primitiv und sie verfügen kaum über Waffen, um den Supermutanten der ersten Generation ernsthaft etwas anhaben zu können. Ihre Taktik, die wir in Fallout New Vegas kennenlernen, ist brachial. Sie legen es auf direkte Konfrontationen an und sie versuchen Angst und Schrecken bei ihren Feinden zu verbreiten. Alles nutzlos, wenn man es mit Feinden wie den Supermutanten zu tun hat. Auch hier sehe ich nicht wirklich ein Szenario, in dem die Legion eine ernsthafte Bedrohung für den Meister darstellen könnte. Je nachdem, wie schnell der Meister voranschreitet, könnten sich die Ereignisse von Fallout New Vegas allerdings recht ähnlich entfalten, wie sie es in der Hauptzeitlinie tun. Da die NCR oder RNK nie existiert hat, könnte House seine Machtposition um New Vegas herum vielleicht sogar noch mehr sichern. Und mit Hilfe des Kuriers könnte House vielleicht seine Roboterarmee aktivieren. Und diese könnte für die Armee des Meisters vielleicht eine echte Bedrohung darstellen. Letztendlich würde New Vegas fallen. House hat nicht die Ressourcen, unendlich viele dieser Roboter nachzuproduzieren. Geschweige denn die Energie und die Munition, um diese zu versorgen. Aber die Verluste des Meisters in einem direkten Kampf mit den Truppen New Vegas könnten groß sein. Sollte House vielleicht sogar mit der Legion zusammenarbeiten, umso mehr. Doch der Meister ist nicht immer an brachialer Eroberung interessiert, wie wir es auch schon in Fallout 1 sehen. Er verhandelt durchaus, zum Beispiel mit den Ghulen aus Necropolis, die er zu seinen Verbündeten gemacht hat. Er sammelt auch Informationen, er infiltriert, er kommuniziert und er führt Dialoge. Und auch von House wissen wir, dass er bereitwillig einen Pakt mit dem Teufel eingeht, wenn es ihm von Nutzen ist. Es wäre durchaus denkbar, dass House und der Meister, so von unsterblichen Cyborg zu unsterblichen Cyborg, einen Handel schließen.
New Vegas bleibt als neutrale Enklave der Menschheit unter der Aufsicht von House bestehen. Und zwischen dem Meister und House entsteht vielleicht sogar eine fruchtbare Handelsbeziehung. So eine Lösung wäre mehr als denkbar. So oder so, letztendlich sollte auch House die Armee der Supermutanten nicht aufhalten können. Das Ödland der Hauptstadt, in das der Meister nun problemlos vorrücken könnte, wäre ein vollkommen anderes als das, das wir in Fallout 3 kennenlernen. Da die Bruderschaft in Fallout 1 schon besiegt wurde, dürfte sie nie Truppen nach Osten geschickt haben. Und im Ödland der Hauptstadt dürfte von ihnen jede Spur fehlen. Die Bruderschaftstruppen aus Fallout 76 mal ausgeschlossen, da man von denen nie wieder irgendetwas hört, sind die wahrscheinlich schon lange tot. Und auch die Enklave hat entweder ihre Ölbohrinsel nie verlassen, oder sie sind nun Teil der Supermutantenarmee geworden. Und so sollte auch John Henry Eden nicht mehr als eine einsame, machtlose KI in einem verlassenen Bunker sein. Also keine Technologie, um mit dem Garten Eden Kit Mutanten zu töten, kein Liberty Prime. Das Ödland der Hauptstadt hätte den Mutanten nichts entgegenzusetzen. Der recht ungeschützte Tenpenny Tower zerfällt zu Staub und die Mauern von Megaton sind in 0, nichts eingerissen. Und die Hauptfigur aus Fallout 3 zusammen mit allen anderen Bewohnern und Bewohnerinnen aus World 101 dürften in die Armee des Meisters integriert werden. Und darüber hinaus könnte der Meister die Supermutanten der Region in seine eigenen Reihen aufnehmen. Und vielleicht aus ihren FWV-Experimenten und ihrer Version der Herstellung von Supermutanten sogar noch etwas lernen. Zumindest könnte er auf jeden Fall seine eigenen FWV-Vorräte aufstocken, falls nötig. Und schließlich, letztendlich, nachdem die gesamte postapokalyptische USA und vielleicht auch schon Großteile des gesamten Kontinents erobert und in Supermutanten umgewandelt wurden, bliebe an der Ostküste nur noch das Commonwealth zu erobern. Die Bruderschaft hätte es, wie gesagt, nie geschafft, überhaupt hierher zu kommen. Und die Railroad sowie die Minutemen dürften für die Armee des Meisters keine nennenswerte Bedrohung sein. Doch einen Funken Hoffnung gäbe es für die Menschheit noch. Das Institut. Dieses könnte vielleicht zur letzten Bastion der unmutierten Menschen werden. Sie haben selbst schon Experimente mit dem FWV gemacht. Vielleicht haben sie sogar die Möglichkeit, eine Art universelles Heilmittel herzustellen. Oder zumindest könnten sie eine Art Supermutanten-Gift erzeugen. Und ihre versteckte Basis in Kombination mit ihrer Teleporter-Technologie könnte dem Meister gewaltige Kopfschmerzen bereiten. Und dann ist da natürlich noch ihre Fähigkeit, Synths in Massen herzustellen. Sie könnten zumindest lokal begrenzt einen ernsthaften Krieg gegen die Armee des Meisters führen. Die Energieversorgung des Instituts scheint allerdings ein großes Problem zu sein. Scheinbar würden sie es alleine nicht schaffen, ihren Atomreaktor in Betrieb zu nehmen. Würden sie vielleicht deswegen letztendlich daran scheitern, einen Ausdauerkrieg gegen den Meister zu führen? Wahrscheinlich wäre dann nicht noch die Hauptfigur aus Fallout 4. Ihre Geschichte sollte von den Ereignissen an der Westküste und der erfolgreichen Lieferung des Wasserchips in World 13 weitgehend unbeeinflusst geblieben sein. Warum die Hauptfigur aus Fallout 4 auch immer so mächtig wird, wie sie es wird. Diese Frage kann man über alle Hauptfiguren stellen. Könnte sie durchaus zum Champion oder gar zum Anführer oder der Anführerin des Instituts und der verbleibenden Menschheit werden? Mit Hilfe der fortschrittlichen Instituttechnologie und einer Armee von Synths könnte The Sole Survivor zur letzten Hoffnung für die Menschheit werden. Doch welche Chance hätte dieses winzige Refugium der Unmutierten wirklich, wenn sich The Sole Survivor den Supermutanten-Versionen des Vault Dwellers und des Lone Wanderers gegenübergestellt sieht? Und wenn der amerikanische Kontinent erstmal erobert ist,
und der Meister die Ozeane überquert, um den Rest der Welt vom fehlerhaften Menschen zu befreien, wer könnte diese Armee, diese Nation der Supermutanten dann noch aufhalten? Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst bitte nicht zu liken und zu abonnieren. Würde mich sehr freuen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kanal auch noch weitgehender unterstützen, indem ihr entweder eine Patreon-Subscription oder eine YouTube-Membership abschließt. Beides. Oder eine YouTube-Subscription heißt es auch. Ihr wisst schon, was ich meine. In beiden Fällen erhaltet ihr als kleines Dankeschön ein zusätzliches wöchentliches Lorecore-Video. Meistens zeitexklusiv, manchmal aber auch exklusiv. Aber wenn euch das zu umständlich ist, freue ich mich auch sehr, wenn ihr die neue Super-Thanks-Funktion nutzt, die jetzt auch für meinen Kanal freigeschaltet ist. Worüber ich mich wirklich freue, ich weiß, es ist irgendwie dämlich, aber es ist einfach irgendwie cool, dass ich das jetzt auch nutzen kann für meinen Kanal. Wenn ihr mir da einfach irgendwie 1-2 Euro Trinkgeld hinwerfen wollt, dann könnt ihr das über Super Thanks einfach und unkompliziert machen. Wenn euch ein Video sehr gut gefällt oder so, würde mich sehr freuen und würde mir sehr helfen, den Kanal weiter betreiben und vor allem ausbauen zu können. Außerdem möchte ich euch alle herzlich auf meinen neuen, umgebauten, reformierten und verbesserten Discord-Server einladen. Links dazu findet ihr unten in der Infobox. Dort könnt ihr euch aktuell unter anderem bewerben. Wenn ihr irgendwie mithelfen wollt, dann bei diesem ganzen Landsquid Birdrider Projekt. Wenn ihr euch zum Beispiel als Mod für den Discord selbst, für die Twitch-Streams oder hier für die YouTube-Kommentare bewerben wollt. Wenn ihr euch mal als Cutter zum Beispiel versuchen wollt oder wenn ihr meine Audiospuren bearbeiten wollt, was ich euch nicht empfehle. Meine Audiospuren sind meistens sehr konfus und nicht sehr gut strukturiert. Aber hey, wenn ihr wollt, sage ich nicht nein. Also wenn ihr da auf irgendwas Bock drauf habt und das einfach gern mal testen würdet oder so, dann kommt auf den Discord und nutzt das neu etablierte Bewerbungssystem, das über Tickets funktioniert. Wenn ihr Fragen dazu habt, einfach fragen, habt keine Scheu. Alles ist ganz chillig auf dem Discord, alles ist cool. Ja, und auch so könnt ihr einfach vorbeikommen, um euch mit mir und mit uns, mit der Community, über die verschiedensten Themen, unter anderem natürlich sehr viel Fallout und Fallout-Lore, zu unterhalten. Zum Beispiel dieses Video hier habe ich zwar von der Idee her schon lange auf meinem Ideenzettel, aber ich habe es jetzt wirklich erst gemacht, weil im Discord wieder über dieses Was wäre, wenn der Meister gewonnen hätte Szenario geredet wurde. Dann habe ich mir gedacht, stimmt, das hatte ich doch noch irgendwo auf meinem Schmierzettel, ein paar Notizen dazu, das wird jetzt ausgearbeitet. Also Credits für dieses Video gehen auch natürlich an den Discord und an die Community und an Kakarot Monkey, der das Thema angestoßen hat. Na gut, ich glaube, dann habe ich alles gepitcht, was ich pitchen wollte. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao!